fühle mich wie vor einem Jahr, verdammte Axt. Hallo Borkheide, hallo Welt, da sind wir wieder. Matze. Und Lutze. Und wir haben nicht gerade so eine Hochstimmung. Wohlverständlich. Gruß der Woche. Diesmal grüßen wir alle Händler, die in die Weihnachtsmärkte investiert haben und jetzt so schön verarscht wurden. Hast du die Blasen gesehen? Blipp, blipp, blapp, alles weg. So. Und wenn wir noch dabei sind, wir hoffen mal, das passiert denen jetzt hier nicht. Gänsezeit im Fliegerheim. Entengänse gibt es da. Hoffen, die dürfen noch verkaufen und machen dir nicht die Bretter zu. Ich finde das unmöglich. Ja, natürlich haben wir irgendwo so ein Virus. Aber wenn wir überall 2G machen und alles kontrollieren und sicher machen wollen, machen wir trotzdem alles zu, wie letztes Jahr? Ich verstehe es nicht. Ich meine, jetzt gut, wir... Was haben wir noch her, das Thema, wa? Ja, eh gut. Kommen wir ja nochmal zu. Mhm. Wir bleiben mal jetzt bleiben wir mal bei den Firmen. Es gibt ja nicht nur Gänse, sondern auch Enten und andere Firmen, die sowas nicht haben. Und die suchen noch Mitarbeiter. Und zwar sind wir hier bei der FDM Service GmbH aus Altborg. Die suchen Servicetechniker und Mechatroniker. Wer da sich mal umorientieren möchte oder sich einen neuen Job suchen möchte, der kann da hingehen. Und dann suchen die außerdem noch, aber das allerdings erst ab 3., also ab 3, also am März 2022. Mensch, jetzt muss man aufpassen. Soll ich dir das mal vorlesen, was da steht? Für 1 bis 2 Aushilfskräfte bieten die einen Job im Büro an, und zwar als geringfügig Beschäftigte. MWD. Weißt du, was das heißt? Ich sage das jetzt hier nicht. Montag, Mittwoch und Donnerstag. Mittwoch. Mittwoch ist richtig. Ja. Jo. Monday, Wednesday und Donnerstag. Genau. So. Dann geht es weiter. Und zwar versuchen die Menschen hier immer noch krampfhaft Weihnachtsstimmung in der Gegend zu halten. Und da ist der Stefan. Ja, guck mal, ich war da und hab mal fotografiert. Guck mal, Stefan, so geht das nicht. Wenn du da oben eine Schüssel drauf machst, dreht sich natürlich der Ventilator nicht, weil der fehlt ja komplett, also das Flügelrad. Ach so. Aber nein, Hintergrund ist, es geht gar nicht so schnell mit dem Aufbau dieses Jahr, denn das Gerät hat leider einen technischen Defekt und Strom fließt. Das hat der Stefan probiert, aber in die falsche Richtung. Ich zu ihm und nicht durch den Motor. Und zum Glück ist nichts passiert, aber der Motor ist in Reparatur. Und deswegen dauert es noch ein wenig mit dem Aufbau, beziehungsweise wenn der Motor nicht repariert werden kann, muss ein neuer hin. Ja. Wird dann gleich wieder abgebaut. Ach so. Ja, ja, bringt ja nichts, wenn das da rumsteht, sich nicht dreht. Das wäre schade. Wie viele Jahre gibt es das Ding schon? Das wäre schade. Den Motor gibt es seit, die Pyramide gibt es seit über 20 Jahren schon. Ja. Und so lange hat der Motor auch durchgehalten, aber irgendwie, Akkumaschine oder Akkumaschine unten ran machen und dann was gehen lassen. Den Aufbau haben wir letztes Jahr gefilmt, hatten wir diesen Schnelldurchlauf, haben wir ja kurz eingeblendet hier. Ist ein Riesenaufwand von 3 Stunden, das Ganze aufzubauen und wieder aus dem ganzen Haus, ich weiß gar nicht, wo es überall deponiert hat. Ich glaube, in jedem Schrank stecken irgendwelche Einzelteile von dem Ding. Mhm. Ist ein Riesenaufwand eigentlich auch. Wir drücken die Daumen, dass der Motor reparabel ist. Genau. So, dann kommen wir noch mal zum Waldbad, und zwar mit 2 Themen. Wir fangen einfach mal an. Am Samstag war Arbeitseinsatz gewesen, Matze. Warst du da? Na klar, war ich da. Hab dich doch gar nicht gesehen. Ich bin immer der sich da... Du hast dich hinter den Lampen versteckt. Hinter den Lampen versteckt, ja. Wir müssen ein bisschen Lampen reparieren. Und also da waren viele Leute, die waren sehr fleißig gewesen, haben viel Blattlaub zusammengehakt, ohne Ende, wie man hier auf diesem kurzen Video sehen kann und Bildchen. Die waren fleißig. Ja, einmal ringsrum, das Laub ist weg. Muss ich mal sagen. Und Dankeschön. Waren erstaunlich viele dort. Ne? Damit ist ist eigentlich das Waldbad vorbereitet gewesen für den Weihnachtsmarkt. Sowas von vorbereitet. Am 11.12. Und auch der hat sich in Luft aufgelöst. Ja, bis vor kurzem war es ja noch die Ansage, bis zu 1000 Leute im Außenbereich kann man durchaus unter den ganz normalen Regeln wie zur Saisoneröffnung oder zur Badesaison hätte durchziehen können. Diese Blase ist auch bei uns geplatzt und was wir natürlich nicht hätten machen können, 2G, 3G, Kontrolle etc., da brauchen wir Security und wen sperrt man aus, wen lässt man rein, können wir uns nicht antun. Noch dazu kommt auch das Problem, dass wir im Normalfall dann auch als Verein wahrscheinlich Minus machen würden, wenn wir die Hälfte der Stände nur hätten und da ist auch kein Programm dann da und gar nichts. Das hätte alles nicht funktioniert. Und letztlich müssen wir sagen, dann bündeln wir unsere Kraft im Vereinsvorstand darauf,
den Badebetrieb für die nächste Saison aufrechtzuerhalten, denn das ist an sich erstmal der Zweckbetrieb. Aber schade ist es und wir finden es nicht toll, was da passiert ist. Und aber wir sind, glaube ich, die am wenigsten betroffen sind, vor allem finanziell. Da sind wirklich die Händler auf den großen Weihnachtsmärkten sind wirklich die da richtig hart getroffen werden. Mhm. Ja, und ich wollte ja eigentlich meine Kalender verkaufen auf dem Weihnachtsmarkt. Komplett hart getroffen. Aber Kalender, da gibt es eine Alternative, genau. Kalender kann man drei Sachen erstmal. Wir haben sogar drei Sachen im Angebot, mehrere Kalender haben wir noch. Ja. Ja. Also erstens bei Lutze immer hier in der Woche von 17 bis 19 Uhr, genau, bei außer mir, montags. Bei mir im Ahrenweg 9, bitte nicht am Wochenende, bin ich manchmal nicht da. Von 9 bis 15, 16 Uhr bin ich im Ahrenweg 9 auch da. Da liegen auch mal ein paar Kalender rum. Mhm. Dann noch im Friseur. Bei Aline. Genau. Und ich weiß nicht, ob noch bei der Frau Friedrich auch noch welche rumliegen. Hat sich noch nicht gemeldet. Kann ich dir noch nicht sagen. Ja. Und es wird sie auch geben am 11., 12., 16 Uhr auf dem Marktplatz. Genau, da werden wir einfach ein Tischchen hinstellen und die Kalender nochmal mit anbieten. Denn wie wir aus fast sicherer Quelle gehört haben, wird zu 99,999% der Weihnachtsmann es sich nicht nehmen lassen, die Wunschzettel der Kinder, so wie letztes Jahr, in Empfang zu nehmen. Denn man sollte den Kindern ihre Träume nicht nehmen, auch nicht zu solchen Zeiten. Wir sind der Meinung, jetzt erst recht wird der Weihnachtsmann dort erscheinen und sammelt die Wunschzettel der Kinder. Und in dem Zusammenhang würden wir natürlich darum bitten, dass sich vielleicht noch die eine oder andere Firma findet, die für die Kleinen, für die klitzeklein und klein bisschen Schokoladenweihnachtsmännchen oder irgend sowas Weihnachtliches, Süße in Kleinigkeiten, also nicht große Geschenke, sondern nur kleine Geschenke, mit organisiert, die der Weihnachtsmann dann dort an die Wunschzettelkinder weitergeben kann. Ja. Ja. Und an mich. Und wir sind natürlich, du isst Schokolade? Nein. Wir sind natürlich auch vor Ort, der Matze und der Lutze samt Anhang und organisieren das. Bin ich daran nicht da am 11. Ja, wir organisieren das auch. Wir gucken mal. Mhm. Ja, aber jedenfalls kommt der da von 16 Uhr bis voraussichtlich 17 Uhr. 18. 18, wir gucken mal, wie viel Betrieb ist. Wie das Wetter ist. Genau. Jo, und damit sind wir mit weniger schönen Themen erstmal durch. Und jetzt kommen wir noch zu dem schönen Thema. Ich wollte gerade fragen, sag mal, Matze, gibt es eigentlich Schnee zu Weihnachten? Aber es gibt ja kein Weihnachten, brauchen wir keinen Schnee. Aber jetzt trotzdem, lass uns mal das Wetter besprechen. Wir können doch einfach 3 Monate ausfallen lassen, dann leben wir ruhig. Ja, und was sagst du? Ich sag einfach nur, ab in Süden. Zelten, das, Camping. Ja. Überwintern. Ich schmeiß nachher meinen Schlafsack ins Auto, geht's los. Hm. Wie sieht's aus mit dem Wetter? Ja, dunkel, vor allem abends und nachts. Im Verlaufe des Morgens wird's heller. Hm. Ach, ich habe heute richtig Motivation. Ja, ich merke das schon, ja. Ich bin so richtig, ja. Hm. So, heute schien mal die Sonne, das war schön. Morgen kommt unter Hochdruckeinfluss das miese Wetter rechts am Hochdruck nach unten über den Norden Richtung Süden gezogen. Deswegen morgen ein wenig Niesel möglich, ist nicht viel. Mittwoch auch noch nicht so richtig die Sonne. Am Donnerstag könnte es noch mal ein bisschen kälter werden. Freitag wird es wieder ein bisschen lauer. Aber wir gehen so sukzessive auf die 5 Grad tagsüber und 0 Grad nachts zu. Na gut, wenn hier 0 Grad steht, sind bei uns ja, Minus. Wenn du hier den Wettertrend einblendest, guck mal da hin. Ich habe da heute mal 3 Linien reingezeichnet. Klasse, ne? 3 Linien, guck mal. Da unten rechts diese kleinen, was aussieht wie Kerzenleuchter, das sind ist die Wahrscheinlichkeit für Schnee. Und die ist da im Wettertrend einfach mal so drin. Also unter ungünstigen, nee, oder günstigen Bedingungen kommt es auch mal, wenn es kalt ist und es niederschlägt, sich von oben, dann könnte es auch mal schneien. Das wäre ja nächste Woche oder so. Nee, da unten steht der 28. Ja, ist das nicht nächste Woche? Es ist so ziemlich in 6 Tagen, es ist Richtung Wochenende. Ja, so. Mhm, mhm. Aber nicht hier bei uns, oder wie doch? Ja, das, guck mal, unten links steht Potsdam. Ja. Und Quelle ist Deutscher Wetterdienst. Na, dann schauen wir mal, ob die recht haben. Aber wie gesagt, es ist länger als 3 Tage wieder im Voraus. Vielleicht wird doch das verboten. Vielleicht wird auch der Schnee verboten. Mhm. Genau, der wird dann auch unter 0G geschneit. Also 0 geschneit, 0G ohne Schnee dieses Jahr. Kann passieren. Jo, und dann, das war's? Oder fällt dir noch was ein? Haben wir schon durch, ne?
ja, wir machen eine Rechtschreibprüfung nachher auf deinem Skript. Ja, ich habe so ein bisschen Bammel vorm nächsten Jahr. Wieso? Mit dem Weihnachtsmarkt nächstes Jahr und anderen Veranstaltungen, weil. Ja, wir haben uns doch jetzt dran gewöhnt, wie jahrelang das nichts ist. Meinst du, der ändert sich nochmal? Hat hier irgendjemand einen Plan vielleicht mal? Nee. So für die Jahre jetzt, ja. Für die kommenden? Ich meine, eben jemand, der was zu sagen hat doch und der auch sinnvolle Entscheidungen treffen kann. Naja, wir müssen erstmal wieder im Januar, Februar, März alle Impfzentren zumachen und dann ist alles wieder gut. Oh, ich krieg ein zu viel irgendwann. Gut. Jetzt kommt die Herbstdepression. Komm, wir brauchen jetzt was Lustiges. Ja, das war's. Bocaglia News TV am Montag und das war der Grumpy Matt, Matzi und Lutze. Und tschüss.